Herzlich willkommen wieder bei All Blue Review. Wir haben eine Umfrage gestartet. Wir hatten euch gefragt, über welches Thema möchtet ihr gerne mehr sehen? Und eins der meistgewähltesten Themen waren die Blackbeard Piratenbande. Also heute gehen wir mal durch die gerankten Blackbeard Piraten Members und schauen uns mal an, was sie können und wer sie sind. Fangen wir direkt an mit Nummer 11, Vasco Shot. Er ist der Captain des 8. Schiffs und kam das erste Mal in Episode 484 vor. Im Manga-Kapitel 575 und wir wissen von ihm, dass er die Teufelsfrucht hat, die ihn Alkohol zu Feuer umwandeln lässt oder was auch immer er wirklich damit macht. Es ist die Gabugamonomie, die Gluck-Gluck-Frucht. Wir wissen nicht, ob er Haki beherrscht und wir wissen auch leider nicht sein Kopfgeld. Vasco Shot war gefangen im Impel Down und wurde von Blackbeard kurz vor dem Piratenkrieg befreit. Sein Nickname, sein Spitzname ist der Heavy Drinker und wir wissen auch warum. Er ist ständig betrunken, er trinkt ständig und jetzt ist natürlich ganz komischerweise die Gluck-Gluck-Frucht, die ihn Alkohol noch besser nutzen lässt, perfekt zugeschnitten, also von ihm von Blackbeard verliehen worden. Wie wir wissen, hat Blackbeard angefangen, überall auf der ganzen Welt alle möglichen Teufelsfrüchte zu klauen und sich anzueignen, um seine Crew damit perfekt auszustatten. Wie gesagt, in Impel Down, während Ruffy auch dort war, ist Blackbeard dort eingedrungen und hat ihn befreit. Und wir haben ihn zuletzt auch kämpfen sehen, also wissen wir ein bisschen was von dem, was er kann. Aber was er wirklich mit seiner Frucht anstellen wird, das wissen wir leider nicht. Gehen wir weiter auf Platz Nummer 10, Doc Q. Er ist der Captain des 9. Schiffs. Finde ich ein bisschen krass, denn ist einer der Gründungsmitglieder, denke ich, der Blackbeard-Piraten. Das erste Mal haben wir ihn gesehen in Episode 146 oder im Manga-Kapitel 223. Er hat die Shikushikonomie, die Sick-Sick-Fruit oder halt eben Krankheitsfrucht. Passt natürlich perfekt, denn er ist eh schon der fast sterbende Doktor gewesen, der Crew, der auf seinem alten, kaputten Gaul daherkommt. Haki wissen wir auch nicht, ob er eins hat. Und sein Kopfgeld soll anscheinend mindestens 72 Millionen Berry haben. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber da kommt er dem anderen Schiffsarzt der Strohhüte zum Beispiel sehr entgegen. Er hat am wenigsten Kopfgeld wahrscheinlich aus der ganzen Bande, aber um einiges mehr als Chopper. Also da muss man schon sagen. Und wir haben Doc Q kämpfen sehen. Es ist wirklich grausam, was er macht mit seiner Sick-Sick-Fruit. Also seine Krankheitsfrucht ist wirklich absolut crazy. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Potenzial. Das wird auf jeden Fall auch ein heftiger Gegner, wenn die mal gegen die Strohhüte kämpfen müssen und Chopper gegen ihn kämpfen muss. Ich habe keine Ahnung, wie er das auf jeden Fall überstehen soll, denn wir haben gesehen, das Einzige, was das eben gescheit kontern kann, ist, wenn man Haki sehr, sehr stark besitzt. Siehe ein Trafalgar Law. Sein Spitzname ist der Todesgott, der Death God. Und ich meine, er sieht auch ein bisschen aus wie der Grim Reaper, also der Sensenmann selber hat eine Sense und ein krankes Pferd. Damit passt das alles. Er hat damals auch versucht, Ruffy mit einem Apfel zu vergiften. Also Gifte waren schon immer seine Spezialität. Jetzt kann er das in Form von Krankheiten richtig krass ausleben. Die Nummer 9, San Juan Wolf, ist der Captain des 7. Schiffs. Kam das erste Mal in Episode 484 vor. Das ist das Kapitel 575 gewesen. Er hatte die Dekanomie-Frucht. Das ist die Huge Huge Fruit. Und also die größte Frucht, was ihn zu einem großen Menschen macht. Und wir wissen, er ist ja ein Fischmensch, aber tatsächlich hat er eine Frucht, die ihn so groß macht, dass er trotzdem im Wasser laufen kann, was irgendwie sehr schwer zu erklären ist. Wir wissen immer noch nicht, wie das funktioniert, denn normalerweise wird jeder Teufelsfruchtnutzer im Wasser geschwächt und wir haben ihn zum ersten Mal in vollster Größe gesehen. Größer, glaube ich, ist er nie wieder danach aufgetaucht, auf dem Marinefort, und da ist er hinten aus dem Wasser, hinter dem Marinefort aufgetaucht und war wirklich ultra groß. So groß haben wir ihn, glaube ich, nicht nochmal gesehen. Zumindestens im letzten Kampf war er, glaube ich, nicht ganz so groß auf Beehive. Dennoch hat man zum ersten Mal dann auf Beehive gesehen, was passiert, wenn er ins Wasser fällt. Er ist immer noch riesig, aber er kann sich nicht mehr bewegen. Haki wissen wir nicht. Schätzungsweise müssten wir sagen, bei allen Blackbeard-Piraten-Members sollten sie Haki besitzen. Sein Kopfgeld wurde uns auch noch nicht gegeben. Sein Spitzname ist das Colossal Battleship, also das riesige Kriegsschiff. Und das hat er natürlich bekommen aufgrund seiner Größe. Er wurde ebenfalls von Blackbeard aus dem Level 6 des Impel Down Gefängnisses befreit. Aber so richtig kämpfen haben wir ihn auch noch nicht gesehen. Weiter geht's mit der Nummer 8, Katharina Devon. Sie ist Captain des 6. Schiffs. Das erste Mal kam sie vor, Episode 484, auch im Kapitel 575. Ihre Teufelsfrucht
Frucht ist die Inu Inu no Mi, das Modell Kyubi no Kitsune, also die Hunde-Hunde-Frucht, Modell neunschwänziger Fuchs. Sprich, sie ist Naruto oder der Jinchu, das war der Kyubi natürlich. Wir haben ja gerade eben schon gehört, Kyubi, der Fuchs-Dämon, Haki, wissen wir nicht, Bounty, also Kopfgeld, wissen wir leider auch noch nicht. Aber ich würde sagen, diese Frau definitiv muss Haki besitzen. Ich glaube, die ist schon ein ziemlich heftiger Pirat. Wir haben sie jetzt schon öfters mal in Aktion gesehen, noch nie wirklich richtig hart kämpfen sehen. Also, wir wissen nicht, was sie kann, aber sie ist definitiv gerissen und gefährlich. Sie wurde genannt, und zwar am Anfang, als sie befreit wurde, hat man schon gesagt, sie ist die tödlichste weibliche Insassin gewesen im Impel Down. Dort wurde sie ebenfalls von Blackbeard am selbigen Tag wie die anderen befreit. Sie ist bekannt als The Crescent Moon Hunter und seit ihrer Frucht kann sie sich in andere Menschen verwandeln. Jetzt gibt es also mehrere Früchte, die es einem möglich machen, dass man Gesichter oder sogar ganze Figuren, also ganze Körper von anderen Personen annehmen kann. Das hat sie gemacht mit Absalom, dem Untergebenen von Gecko Moria. Da haben wir das erste Mal gesehen. Den hat sie nachgeahmt. Aber wir wissen von ihr auch, dass sie als Frau selber auf Frauen steht, denn sie war genauso verliebt in Boa Hancock, weswegen sie zu Stein verwandelt wurde von ihr. Nummer 7, Lafitte. Er ist der Navigator der Crew und ist der Captain des 5. Schiffs. Er kam das erste Mal vor in der Episode 151 im Kapitel 234. Teufelsfrucht wissen wir noch nicht. Tatsächlich haben wir gesehen, dass er eine spezielle Fähigkeit hat. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lange hat er diese Fähigkeit schon? Wir haben gesehen, er ist mit Flügeln ausgestattet und kann fliegen damit. Aber die Frage ist, seit wann hat er das? Denn er ist schon früh, sehr, sehr früh, in Marijoa einfach aufgetaucht, wo sich überhaupt keiner wirklich so aufhalten kann, wie er möchte. Er hat es geschafft, dort einzudringen und wieder rauszukommen, unversehrt. Und hat jetzt, wie gesagt, noch eine Teufelsfrucht, die ihn fliegen lässt, was auch ziemlich abgefahren ist. Ob er Haki beherrscht, wissen wir nicht. Wir können uns hier, denke ich mal, wirklich vorstellen, dass er einer derjenigen ist, der schon sehr, sehr früh Haki beherrschen musste, denn er ist nicht wirklich groß mit irgendwelchen extrem krassen Fähigkeiten oder Gimmicks ausgestattet gewesen, was ihn natürlich jetzt so den Eindruck erwecken lässt, dass er voll der übelst krasse Kämpfer ist. Das heißt, irgendwie muss er wahrscheinlich so ein Typ sein, der ziemlich unerkannt bleiben kann und dann auf einmal mit solchen Fähigkeiten wie Haki um die Ecke kommt. Sein Kopfgeld soll anscheinend mindestens 42.200.000 Berries haben. Er war in der Lage, auch Leute zu hypnotisieren. Das erinnert natürlich so ein bisschen an Jacko. Was über ihn bekannt ist, er war anscheinend ein dämonischer Sheriff und war extremst brutal. Er war im West Blue und wurde dort dann verbannt aufgrund seiner Brutalität. Wenn man sich jetzt das in Gedanken ein bisschen zurückholt, dass er der Brutale sein muss in der Bande, dann ist natürlich krass, weil wir definitiv andere schon brutal agieren haben sehen, wie Shiryu zum Beispiel oder wie einem Blackbeard selbst, aber ihn noch nicht. Und wenn er derjenige ist, der brutal ist, dann bin ich mal gespannt, wenn er anfängt, richtig aus sich rauszugehen. Nummer 6, Avalo Pizarro. Er ist der Captain des 4. Schiffs, kam das erste Mal vor in Kapitel 581 in der Episode 490. Seine Teufelsfrucht ist die Shima Shima no Mi, die Isle Isle Fruit oder die Insel Inselfrucht. Ob er Haki beherrscht, wissen wir nicht, haben wir auch noch nicht gesehen. Hätte er vielleicht tun können, aber hat er noch nicht getan. Sein Kopfgeld ist auch unbekannt. Er wurde bezeichnet als der korrupte König. Also er kann eventuell ein König eines Königreichs gewesen sein. Und Blackbeard hat auch ihn aus Impel Down befreit. Und natürlich ist seine Frucht jetzt wieder eine krassere Frucht. Er ist ein bisschen zu vergleichen mit Pika von Doflamingo. Aber er ist so ein Level drüber. Pika konnte lediglich Stein nutzen, wo auch immer Stein war. Sobald aber dort kein Stein mehr verfügbar war, konnte er sich nicht weiter bewegen. Avalo Pizarro hingegen, er kann eine komplette Insel nutzen und sich selber zur Insel machen oder sprich quasi die Insel, der Insel einen Körper geben. Das haben wir auf Beehive jetzt gesehen und ich stelle mir immer nur vor, was würde passieren, wenn ein Avalo Pizarro auf einem Kontinent, wie zum Beispiel Alabasta, ne, das ist ja keine kleine Insel, das ist ja ein Riesending, was wenn er Alabasta zum Beispiel sich zu eigen machen würde, dann könnte auch eventuell ein Pika dort nicht mehr oder ein Sir Crocodile agieren, denn er ist die Insel und nur weil jemand dann quasi Sand oder Stein davon nutzt, heißt das nicht, dass sie ihm quasi dann
damit schaden könnten, denn auch die könnte er beide wahrscheinlich dann einfach zermalmen unter sich. Die Nummer 5, Van Augur, und die Schreibweise ist immer wieder mal weird, deswegen A-U-G-U-R für die Leute, die es richtig schreiben wollen. Er ist der Sniper der Bande und der Captain des dritten Schiffs. Er kam das erste Mal in Episode 146 im Kapitel 222 vor. Jetzt seit kurzem wissen wir, er hat die Wapu-Waponomie und das ist die Warp-Warp-Frucht oder die Teleportierfrucht. Ob er Haki besitzt, wissen wir nicht. Sind wir ehrlich, so ziemlich jeder Sniper kann Haki nutzen, muss Haki nutzen, damit er irgendwie einem Teufelsfruchtnutzer zu Leibe rücken kann. Und ich denke mal, dass Van Augur hier definitiv über Haki herrschen kann. Sein Kopfgeld soll anscheinend mindestens 64 Millionen Berry haben. Ich meine, diese ganzen Zahlen sind sehr, sehr gering. Wir wissen, die müssen alle schon viel, viel krasser sein. Aber komischerweise haben wir sie einfach noch nicht gesehen. Und ich denke mal, dass die Marine entweder die ganzen Kopfgelder zurückhält oder tatsächlich diese Jungs niemals bei irgendwas erwischt wurden, weswegen sie halt auch kein richtig krasses Kopfgeld bekommen können von der Marine. Vielleicht ist es eine Taktik von Blackbeard und seiner Bande, einfach low profile zu gehen, damit sie alle so ein bisschen unterm Radar schwirren und keiner so richtig wirklich Jagd auf die macht. Denn in Wirklichkeit, wir wissen, alle Mitglieder von der Blackbeard-Bande sind echt brutale Typen. Van Augur ist auch bekannt mit dem Spitznamen Supersonic und das wahrscheinlich wegen seinen Sniper-Skills, denn die sind wirklich krass. Aber jetzt überlegt mal, mit dieser coolen Frucht, die er bekommen hat, ist er nicht nur in der Lage, von ganz weit weg Schüsse abzugeben, sondern von mehreren Positionen, auf die er sich dann vielleicht eingeschossen hat, dann könnte er hin und her wechseln und aus verschiedenen Positionen schießen und das fast schon zur gleichen Zeit, denn wer sich teleportieren kann, kann im selben Moment von einem einen Platz der Welt auf die andere gehen. Wie es genau mit seiner Teleportierfrucht funktioniert, wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, ob er sich bestimmte Orte merken muss, ob er vielleicht die Orte sehen muss oder natürlich wissen muss, kann ich mich gerade dorthin teleportieren, ist es dort gerade frei? Muss man sich auch immer im Kopf behalten, wenn ich mich irgendwo hin teleportiere und dort ist zum Beispiel jetzt auf einmal gerade irgendein Gegenstand, in den ich mich rein teleportiere, dann habe ich ein ziemlich krasses Problem. Aber er ist definitiv die Erklärung dafür, warum Blackbeard so schnell von A nach B kommt und an verschiedenen Orten innerhalb von wenigen Tagen auftauchen kann. Sprich Amazon Lily, dann natürlich kurz nach Wano Kuni, als er auf Law dann traf, um dann jetzt wahrscheinlich kurz danach wieder auf Eckhead aufzutauchen. Die Nummer 4, Jesus Burgess, ach, keine Ahnung. Er ist der Steuermann der Blackbeard-Piraten und ist der Captain des ersten Schiffs. Er kam das erste Mal vor, Episode 146, ebenfalls Chapter 222. Und er hat die Rikirikinomi, die Strong Strong Fruit, also die Stärke Frucht. Wir wissen von ihm, er hat Vorhersehungshaki und Rüstungshaki, was ihn natürlich auch extrem krass macht, denn es ist einer der wenigen Leute, bei denen wir es wirklich gesehen haben. Mindestens Kopfgeld von 20 Millionen Berry klingt jetzt auch nicht viel, also ich denke auch, dass er schon auf jeden Fall mehr haben muss, denn wir haben ihn jetzt auch öfters in irgendwelchen Dingen verwickelt gesehen. Er war nicht nur jetzt auf dem Dressrosa Arc mit dabei und hat am Gladiatorenkampf mitgemacht. Wir wissen auch, dass er derjenige war, der die Revolutionsarmee angegriffen hat. Allein schon so ein Vorfall muss ihm einen höheren Kopfgeld eigentlich irgendwie einbringen, auch wenn die Marine sagen könnte, okay, es ist jetzt natürlich in unserem Gefallen passiert, dafür müssen wir ihn nicht bestrafen. Dennoch, ich denke, er ist einer, der hat sich definitiv schon einen Namen gemacht. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Blackbeard Piraten und jetzt vor allem mit dieser krassen Stärkefrucht glaube ich, dass es wirklich einer der Charaktere ist, der total unterschätzt wird. In den Umfragen haben wir jetzt öfters gesehen, dass Jesus Burgess gar nicht so hoch abgeschritten geschnitten hat. Ich kann euch aber eins sagen. Denkt nochmal zurück an das Kolosseum, an diesen Kolosseumkampf, wo er diesen Arm benutzt hat. Das war noch vor seiner Frucht. Dort hat er schon extreme krasse Schläge ausgeteilt. Ja, er hat vielleicht gegen einen Sabo in dem Moment verloren. Den hat er ein bisschen unterschätzt, aber Sabo hat es auch geschickt gemacht und hat versucht, diesen Kampf so schnell wie möglich zu beenden und hat seine Vorrichtung, diesen Arm, zerstört, um dann ihn aus dem Ring zu bekommen und hat sich dann die Frucht angeeignet. Blickt mal, hätte Jesus Burgess sich jetzt die Frucht geholt und hätte die Feuerfrucht, das wäre auch extrem crazy. Aber ich glaube, ein Typ wie er und die Stärkefrucht, wir haben gesehen, was er machen kann. Er kann einen kompletten Berg nehmen und wegwerfen. Das hat, und jetzt müssen wir immer noch drauf achten, kein einziger Charakter jemals geschafft. Jemals. Das sind Kräfte, von denen wissen wir nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt, in der One Piece Welt überhaupt kann. Deswegen finde ich das Argument, dass Jesus Burgess nicht so stark ist, ziemlich lachhaft, denn er muss ganz einfach der physisch stärkste Typ in ganz One Piece sein. Es gibt ja natürlich noch andere Kräfte, die eine physische Kraft ausbremsen können. Wir wissen,
mit Rio Haki können wir auch sowas stoppen. Wir wissen auch, ein Zorro wird wahrscheinlich 100% ultra krass stark sein und auch mit bestimmten Power-Ups werden manche Leute wahrscheinlich mit einem Jesus Barges klarkommen. Aber ich würde sagen, er würde bestimmt 90% aller Leute in One Piece einfach mal easy wegdrillern können, während er allen anderen 10% wirklich gefährlich wird. Kommen wir zu Nummer 3, Shiryu oder auch Shiryu of the Rain. Er ist der Captain des zweiten Schiffs, kam das erste Mal vor in Episode 445 im Kapitel 542. Seine Teufelsfrucht jetzt ist die Suke-Suke no Mi, das ist die Clear Clear Fruit, also die Unsichtbarkeitsfrucht. Und das ist die Frucht, die Absalom gegessen hatte. Absalom wurde getötet, ihm wurde die Teufelsfrucht entzogen und Shiryu, ausgerechnet er, hat sie bekommen. Hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass er ausgerechnet das Ding bekommt, vor allem als Schwertkämpfer. Ob er Haki nutzen kann, ist nicht confirmed. Ich denke 100 pro und ich denke mal auch, dass er ziemlich über alle Hakis verfügt, wenn nicht sogar auch über Königshaki. Sein Kopfgeld ist komischerweise auch noch nicht confirmed, obwohl er ein Kopfgeld haben müsste, denn für seine Verbrechen, die er vorher schon gemacht hat, im Impel Down, als er noch der Aufseher war, hat er definitiv schon ein Kopfgeld bekommen. Ich denke mal, dass man ihn direkt gefangen hat und dann eingesperrt hat, bevor es vielleicht ausgeschrieben wurde. Wie gesagt, er war lange Zeit der Chef von Impel Down und wurde dort aber auch dann wieder befreit von Blackbeard. Wir haben gesehen, wie gefährlich er werden kann. Er hat auch Garb angegriffen, hat ihn aber nicht geschafft zu töten, aber das war ziemlich, ziemlich knapp. Für mich stellt sich immer noch die Frage, wird Shiryu am Ende gegen Zorro kämpfen, denn er ist der Schwerkämpfer, oder wird Zorro gegen Shiryu kämpfen und auch gegen Jesus Barges, weil Jesus Barges ist der zweite Mann von Blackbeard. Keine Ahnung, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Gegnervergabe dann am Ende im Endkampf aussehen wird. Die Nummer 2, Aokiji oder Kusan, der Titanic, der Captain des 10. Schiffs. Er war lange Zeit unbekannt. Er hatte sein Erscheinen als Crewmitglied tatsächlich in Episode 736, im Kapitel 793. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was? 736? Das müsste doch so zu Zeiten von Punk Hazard gewesen sein. Oh ja, erinnert euch, dass er zu Captain Smoker damals gesagt hat, oder war es da schon Vizeadmiral Smoker, dass er jetzt die Welt mit anderen Augen sieht und für einen Mann arbeitet. Und damals war er direkt nämlich schon Mitglied. So lange wussten wir nicht, dass er Mitglied ist von Blackbeard. Er hat die Hihi no Mi, die Ice-Ice-Fruit oder die Eisfrucht. Er hat Observation und Armament-Haki, also Vorhersehungs-Haki und Rüstungs-Haki. Sein Kopfgeld ist nicht confirmed. Auch da wieder sehr interessant, denn er ist erst seit kurzem aus der Marine ausgeschieden und war offiziell nicht tätig als Pirat, weswegen er wahrscheinlich auch noch kein Kopfgeld bekommen hat. Ich bin auch ganz, ganz, ganz gespannt, wie sich am Ende Aokiji entscheiden wird, was sein wahres Motiv ist und wann er die Blackbeard-Piratenbande verraten wird. So, und damit kommen wir zur Nummer 1, das ist Marshall D. Teach oder auch Blackbeard, Kirohige, wie auch immer man ihn nennen möchte. Er ist der Admiral der Blackbeard-Piratenbande und damit auch der Erste, der sich innerhalb der Piraten irgendwo in ganz One Piece als Admiral auch aufstellen lässt oder Commodore, wie er sonst von anderen im Deutschen, glaube ich, genannt wird. Er kam das erste Mal in Episode 146 im Kapitel 223 vor. Seine Teufelsfrüchte sind die Gura Gura no Mi, die Tremor-Tremor-Frucht oder Erdbebenfrucht von Whitebeard und die Yami Yami no Mi, die Dark-Dark-Frucht oder Dunkelfrucht. Wir wissen von ihm, dass er Vorhersehungs-Haki und Rüstungs-Haki besitzt. Das hat er schon öfters mal genutzt. Ich würde auch wieder hier behaupten, er besitzt definitiv über Königshaki. Dieser Mann ist unglaublich stark. Und auch er wird sehr oft einfach unterschätzt. Sein Bounty oder sein Kopfgeld sind 3 Milliarden 996 Millionen Berries. Er ist der einzige Charakter in One Piece, der zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. Eine Paramecia und eine Logia-Teufelsfrucht. Und wahrscheinlich vielleicht sogar in der Lage ist, noch mehrere zu essen. Was wir auf jeden Fall wissen ist, er kann mit seiner Frucht andere Teufelsfrüchte extrahieren, bis zu weiteren, die Teufelsfähigkeiten. Denn wir wissen, er braucht keine Frucht dazu, um sich entweder diese Teufelsfruchtkraft einzuverleiben oder sie an jemanden anderen weiterzugeben. Dasselbe muss mit Absalom passiert sein, als sie ihn getötet haben. Muss es genauso gelaufen sein wie mit Whitebeard. Er hat die Kraft entnommen und sie sofort jemand anderem und damit Katharina Devon eingeflößt. Das Ganze wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass er den Weg gefunden hat, den die Marine bis zu weiteren die Weltregierung über Dr. Vegapunk auch benutzen lässt. Und zwar waren das eine dieser Experimente, die ebenfalls an Bonnie zum Beispiel ausprobiert wurden. Bonnie ist auch bekannterweise Halterin einer Teufelsfruchtkraft
ohne jemals die Frucht gegessen zu haben. Ich schätze mal, dass alle Früchte seiner Untergebenen genau auf dieselbe Art und Weise injiziert wurden, bis zu weiteren einer natürlichen Art und Weise, denn bei Bonnie wurde das mit Spritzen wahrscheinlich injiziert, während Blackbeard es wirklich mit seiner Dunkelfrucht schafft. Das ist der Grund, warum er damals die Dunkelfrucht haben wollte. Er wusste extrem viel, auch über andere Teufelsfrüchte. Er hat eine kleine Enzyklopädie wahrscheinlich über alle möglichen Teufelsfrüchte auf der Welt, kennt sich aus mit ihren Fähigkeiten, weiß ganz genau, welcher seiner Untergebenen welche Frucht braucht, und so hat er die auch ebenfalls verteilt. Wenn es jetzt noch mehr gibt, was ihr gerne wissen wollt über die Blackbeard-Piraten oder auch über andere Sachen, lasst es uns wissen, schreibt es einfach rein. Bis zum nächsten Mal bei Dark Blue. Dark Blue is real.